Noah ist gerade Top 4 EU. Für mich bleibt er trotzdem ein Noob. Ich habe heute in der Chat geschrieben, wenn er einen Carry braucht, soll er sich melden. Er hat nicht mehr gelesen. Da war ich enttäuscht. Who is that Pokémon? It's Noah for you! Hey, ich bin Rang 2 von Europa. Wir sind Rang 2, Leute. Was ein crazy lucky climb, ey. Das ist nicht normal. Also wir haben so Glück mit den Teams gerade. Wir haben so krasse Spiele hier. Wir sind jetzt Rang 2 sind wir gerade. Nur noch Ruby ist vor uns, ja. Okay. Ein Win noch. Ein Win und er muss kurz mal stehen bleiben. Das, obwohl du den Start verschlafen hast. Hey, okay. Ich hab eine halbe Stunde verpennt. Du bist Morgenmaster. Mal schauen. Leute, ihr dürft nicht vergessen, das ist gerade auch extrem lucky. Das ist gerade auch extrem lucky. Das ist halt, also wenn, es kann jetzt jederzeit anfangen, dass ich einfach jedes Game verliere. Ja? Muss man halt ehrlich sein. Da muss man realistisch sein. Noah ist gerade Top 4 EU. Für mich bleibt er trotzdem ein Noob. Ich habe heute in der Chat geschrieben, wenn er einen Carry braucht, soll er sich melden. Er hat nicht mehr gelesen. Da war ich enttäuscht. Wir probieren ihn jetzt. Ich will ihn probieren. Ich habe gehört, er soll sehr, sehr gut sein. Ich weiß noch nicht wirklich, mit welchem Item-Bild, aber ich habe gehört, er soll sehr, sehr gut sein. Wir werden ihn austesten. Die Frage ist, spielen wir Poke oder spielen wir keinen Poke? Welchen Bild gehen wir? Es muss doch mit AP-Corki aktuell einen brokenen Poke-Bild geben. Das muss es doch. Irgendwie mit diesem neuen Item. Aber wie sieht der aus? Leute, wie kann der aussehen? Malignance auf Corki. Wie viel internen Cooldown hat er? Wir spielen gegen Dealer auf Draven. Und gegen... Das könnte ein Ruffy werden, hier, das Game. Ich kenne niemanden in meinem Team, außer den Supporter. Soll ich einfach Manamune into AP-Corki gehen? Mit Storm Surge und so? Und Rabadons später? Müsste Mali nicht immer mit Airbrocken? Nee, das hat bestimmt einen internen Cooldown, das Item. Schau. Hey, talk to him, your ultimate burns the ground beneath him. Hat das keinen Cooldown? Keinen Cooldown? Ich will jetzt nicht experimentieren. Ich werde wahrscheinlich Trinity Force Infinity Edge Corki gehen, weil ich weiß, dass das gut ist, Leute. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendein AP-Bild geht. Aber ich werde Trinity Force Infinity gehen. Ich habe echt Shit auf Corki. Nee, AP-Corki ist ziemlich gut, weil halt alles bei dir auch auf AP-Scale, weißt du? Ich glaube, ich habe große Sorgen um unsere Botlane. Weil wenn Dealer hier einen Snowball kriegt, dann wird's rough für mich zu carryen. Wir haben jetzt wirklich Rock. Besen holen uns Träne und dann das Fond-Item für Sheen. Welche Elo bist du gerade? Ich bin gerade Diamond 1. Ich bin, also, keine Ahnung, ob das stimmt. Laut der Liste auf OPGG wäre ich Rang 2 von Europa. Aber das anscheinend stimmt die nicht. Das anscheinend ist schon jemand Master, weil sobald wir ein Master sind, können wir wirklich sehen, wo wir sind, weil dann sind alle auf einem Haufen. Da ist der Kill für Draven. Und der nächste, ne? Yep. 2. 3 sogar schon. Okay, ich bin mit dem bestimmt irgendwie fertig werden. Das ist noch ein Gigafett Draven. Nice, gucke die da. Nice, wir haben auch schon die Platte. Und Olle hier auf der Lane. Sheen. Ich weiß gar nicht, ob Trinity so gut ist auf ihm gerade. Wait, ist Trinity überhaupt gut? Das hat ja gar nicht mehr den Effekt. Wait, ist das überhaupt gut? Ich meine, das ist okay, aber dann gehe ich doch einfach Essenz, oder? Wenn ich voll Grid Corki gehe. Dann habe ich halt nicht so viel Sustain, aber... nicht, da bin ich nicht so tanky, meine ich. Entschuldigt. Wenn das nur AP-OP... Ja, aber ich kann jetzt nicht... Also, ich weiß halt nicht, wie man den AP-Build aufspielt. Da muss ich mich erst informieren. Ich weiß, dass der AD-Bild funktioniert auf jeden Fall. Der ist nicht schlecht. Wir können einfach Full Crit Corki gehen. Ist auch nicht verkehrt, Full Crit Corki. Ehrlicherweise. Im nächsten Drake zünden wir dann unser Package. Ich finde es wichtig, auch unterschiedliche Picks zu spielen. Also ich mag, wisst ihr, wenn ich Lust habe, wenn ich Spaß habe am Spiel, dann bin ich konzentrierter und dann gewinne ich mehr. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und deswegen, für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, auch verschiedene Champions zu spielen. Wisst ihr? Auch wenn das generell keine gute Climb-Strategie ist. Aber mir hilft das. Weil ich mich dann besser konzentrieren kann und dann mehr Games gewinne. Wir gehen dann Reset spielen hier. Und ich würde sagen, wir gehen einfach Full Crit Essence. Gehen wir her. Essence, Mana Moon, Shield Bow, Infinity Edge, Rapid Fire Cannon. Ja, denkt immer dran, ihr könnt alle eure Raketen wieder aufladen. Der hat den Tier 2 auch noch genommen oben. Der gegnerische Toplaner ist 0,9 mit 40 CS. Leute, das sieht fucking gut aus.
Really? Und wir haben verloren. Das war ein 4-Mann-Package und wir haben verloren. 5v4? Nee, das war 4v4. Der Yorick war doch in der Toplane tot. Der hat Raven übersehen. Nee, ich hab den schon gesehen, aber ich dachte, der Echo killt den ehrlicherweise. Oh, schöne Kombo von ihr. Ich meine, das Game sieht gut aus. Das ist Viego gegen Yon, pretty much. Der Viego ist halt... Der ist unfassbar gefeedet, der Kerl. Sehr, sehr gut, ne? Denke ich, ja, der ist halt am Soft-Inden, ne? Muss ich sagen. Der ist schon ein bisschen am Soft-Inden, der Kerl. 100 Gold, der hat First Strike wahrscheinlich mehr Gold gegeben als der Yorick. Charge der? Nee, ne? Ja, wenn einer eingestiegen ist zum Charge, dann charge er gar nicht mehr. Der Typ ist so getiltet, der wirkt ein wenig angespannt, ja. Der Top-Laner. Der Viego von denen ist halt immer... Der Viego kann hier vielleicht einen Wundwinein Zauber machen. Wir haben jetzt Mana Moon auch noch. Wir sind so strong jetzt. Wir sind so fucking strong. Jetzt sind wir wirklich komplett online zu dem Zeitpunkt. Das ist, was ihr sehen wollt mit Corki. Jetzt Mura Mana Upgrade. Dann gehen wir ins Infinity Edge rein. Und Rapid Fire. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich erst Rapid Fire oder erst Infinity Edge baue. Aber unser Damage ist jetzt völlig crazy. War der Damage noch nicht gut, oder? Ehrlich zugeben. Ganyon. Grüßen Ashen, ja. Mist. Ich hab nicht mal Damage genommen, richtig. Ich brauche Attack Speed, brauche ich gerade. Ich habe sehr, sehr slowen Wind-Up hier. Oh no, Leute. Der Viego macht actually 1v9. Das ist so crazy. Der kann straight up 1v9 machen. Wir sollten vielleicht mit dem Drake spielen. Ich hätte auch Vergasch dafür. Viego OP habe ich gesagt, aber der hat ja gar kein neues Item. Wenn die nicht kommen, dann muss ich das Package nicht benutzen. Gehen wir einfach hoch. Das ist ein 4v6, das Game mit dem Yorick. Und es ist trotzdem schwer, ne? Nicht direkt Nash, das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen halt nur eine Möglichkeit finden, wie der Viego nicht direkt das Game, also ein Reset direkt am Anfang kriegt. Das ist das Wichtige. Kein Instant Reset darf der bekommen. Nicht böse, ja. Huge Package da, Leute. Das hat gescheppert mit der Ion Ult zusammen. So wollen wir es sehen. So wollen wir es sehen. Flash Zillas ist raus. Corki wieder viable. Ich würde sagen, mit dem Bild nicht. Also sieht nicht so aus, als wäre der gut. Ich bin gerade sehr schwach dafür, dass ich eigentlich sehr gut im Game sein sollte. Also ich denke, nein. So, aber es gibt, glaube ich, ein AP-Bild, bei dem Corki wieder gut sein soll. Den müssen wir nachher mal ausprobieren. Es soll so ein AP-Poke Corki-Bild wieder gut sein, so ein Caster-Corki. Ist Victor wieder gut? Victor ist sehr gut gerade. Wie die meisten burstlastigen Mages sind sehr broken zurzeit. Es gibt einfach eine Menge neue, völlig überzogene AP-Items, würde ich es nennen. Und die, please don't, not again, bro. Du machst so viel kaputt in dem Game. Bitte sei doch mal nicht am hinten. Nice, danke, das war gut. Actually. Aber man ist schon ein bisschen angespannter, ne, in den ersten Games. Man ist schon ein bisschen angespannter. Uiuiui. Ui, ui. Du musst nur überleben. Wir sind so, es ist so ein Chill-Game. Wenn wir einfach nur nicht hinten. Weil der Jon hat uns. Uns alle. Und wir machen es ihm so schwer. 2-6 Echo. 5-7 AD Carry. 2-6. Actually, der Support, finde ich, spielt ziemlich nice. Ehrlicherweise. Ich finde die Spiel gut. Ihr habt sehr viele schöne Engages schon gemacht. Wenn wir jetzt Infinity Edge noch kriegen, dann sind wir wirklich stark. Gibt es keine Mythics mehr? Genau. Mythics wurden jetzt rausgenommen, praktisch. Leute, ist der Bree schon Challenger? Also, noch gibt es keinen Challenger. Das ist. Also, du kannst gar nicht so schnell climben, dass du jetzt Challenger sein könntest. Also, nein, ist die Antwort. Du kannst. Also, du kannst nicht Challenger sein. Es gibt keinen Challenger gerade.
Das reicht nicht, Mann. Der kann nicht enden. Geh raus, Bro. Jetzt können sie vielleicht enden. Den? Sehr knapp jetzt. Ich glaube, es sollte reichen, Leute. Die Puppe-Ult da vom Jon. Also wenn das geplant war, war fucking nice, ey. Oh, das war hart. War hart, Leute. Let's go! Da ist er, der nächste Win. Da ist er. Win Nummer 12. Oh, der Corki war es nicht, glaube ich, ey. Ich weiß nicht, ob das gut war oder nicht, Leute. Sehr starkes Game von Xuhan auf der Top-Lane. Plus 29 nur noch. Das ist nicht, was wir sehen wollen. Wir haben die 3-3-3-3-7 Stats. Knapp bis nächste hier. Es gibt also schon einen Masterspieler. Wo ist er? Top Solo Duo Player. Also laut Client gibt's doch keinen Masterspieler. Who you rootin' for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one I'm.